Heute wollen wir uns anschauen, diesen schmackhaften Spanier, den Cupra Formentor, in einem wunderschönen matten Blau. Die Farbe gefällt mir richtig gut. Bevor es aber losgeht mit Gucken, müsst ihr gucken. Und zwar nicht dumm aus der Wäsche, sondern hier in unseren Kanal. Schönes Abo dalassen, die Glocke schön läuten. Dann läutet sie nämlich auch bei euch, wenn wir neue Sachen machen. Und machen ist auch schon das Stichwort. Wir machen diesen Kanal hier für euch, zum Informieren und auch für die gute Laune. Und damit die gute Laune uns nicht nur punktuell, sondern stets begleitet, müsst ihr uns begleiten. Und auch schön reinkommentieren. Als allererstes mal ins Gesicht gucken. Und wenn man sich den Formentor von hier vorne mal anguckt, dann sieht der richtig schön aggressiv aus. So stelle ich mir einen Cupra vor. Wenn wir ein bisschen dichter rangehen, dann sehen wir hier die schöne Lichtgrafik. Voll-LED übrigens immer schon dabei. Und diese Lichtgrafik, die erinnert nicht nur, sondern die sieht man natürlich sofort, wenn man einen Seat ins Gesicht guckt. Und somit sieht man auch, der Cupra Formentor gehört den Spaniern und ist von den Spaniern entwickelt worden. Dann konnten sich aber die Cupra-Designer doch noch ein bisschen austoben. Denn einmal haben wir hier dieses große, große, mächtige Kupferlogo von Cupra. Scheinen sich so ein bisschen die Geister an. Ist das gut, ist das schlecht? Ich finde, sollt ihr selbst entscheiden. Das ist hier übrigens Hartplastik, macht aber der Optik irgendwie nichts. Sieht trotzdem sehr, sehr gut aus. Und dann hier diese Wabenoptik im Grill. Schön in schwarzen Hochglanzlack. Das sieht richtig gut aus, schön eingerahmt. Und das nimmt sich dann hier unten auch auf. Ne? Hier vorne nochmal, denn in der Lippe und hier vor allen Dingen an den Lufteinlässen. Und das sind nicht nur irgendwelche drangepappten Dinger. Guck mal, da kannst du mit der Hand rein. Das ist richtig schön in das Blech, in die Karosserie vom Cupra Formentor eingearbeitet und das sieht richtig gut aus. Und somit hat dieser Cupra Formentor ein echt zorniges Gesicht, das gefällt mir. Das sportliche, dynamische und aggressive Design der Front, das nimmt sich hier auch in der Seitenlinie auf. Es sieht fast so aus, als ob der Cupra in so einem Startblock stehen würde und sagt, puff, kurz vor dem Sprung. Ne? Das liegt zum einen hier an dieser langgezogenen Motorhaube, weil ich mache mich kurz, Achtung. Und nicht nur an dieser Motorhaube, sondern es liegt auch daran, dass in der Seitenlinie die Dachlinie hinten immer weiter abfällt und dann zackig nach unten geht. Ne? Das gibt diesen sportlichen, dynamischen Look. Und wo wir hier an der Seite schon stehen, guck mal hier, 19 Zoll dicke Puschen. Ne? Und die kommen in Serie, Freunde, bei diesem Auto. Und dann diese herrlichen Felgen, die finde ich richtig gut. Schönes Design und auch hier mit dem matten und mit dem Schwarz und auch mit dem matten Kupfer. Sehr, sehr gut gelöst, finde ich. Hier auch wieder das Cupra-Logo in matt. Gefällt mir. Und dann hier, Achtung, guck mal hier, auch in Kupfer gehalten. 18 Zoll Bremssättel von Brembo. Genauso brauchst du. Das macht in diesem Fall nicht einen schlanken Fuß, sondern einen richtig dicken. Und den willst du auf so einem Auto auch haben. So, wenn man von der Seite hier mal zum Heck geht, dann fallen besonders auf diese breiten, dicken Backen. Ne? Guck mal, ich mache mal hier mit meiner kleinen Kamera mal so ein Bild. Dann seht ihr, was ich meine. Und die sorgen dafür, dass gerade wenn man am Heck steht, eben diesem Auto eine richtig optische Kraft verliehen wird. Eine schöne Breite. Und das alles wird unterstützt durch dieses herrliche Leuchtband. Ich mache das mal kurz an, dann seht ihr das. So, guck mal hier, da ist doch was, ne? Sieht richtig gut aus, wie ich finde. Und was mir besonders am Heck gefällt, man sieht hier wirklich auch, dass mit klaren, sauberen, geraden Linien gearbeitet wurde. Und das gefällt mir richtig gut, weil so ist das Design wirklich schick und so mache ich das leiden. Und dann eben auch dieser dicke Diffusor, der hier unterm Auto hängt, richtig schön breit, verleiht dem Auto eben auch nochmal Kraft. Und in diesem Diffusor eingebracht sind dann die vier dicken Ofenrohre. Echte Ofenrohre, guck mal, kann ich mit der Hand rein, schön. Und jetzt mal irgendwie sportlich, schlankes, dynamisches Design, haben wir darüber gesprochen. Da wird man ja denken, hast du eigentlich gar kein Stauraumvolumen, aber mitnichten. Ne? Achtung, ich hole mir gleich parallel mal meine kleine Kamera raus, denn du hast hier, Achtung, mal eben 450 Liter Stauraumvolumen. Und wenn du die Sitze umklappst, weiß natürlich jeder, dann hast du natürlich hier eigentlich fast einen kleinen Ladetransporter. Und das bei so einem Auto. Obwohl der Formentor gar nicht mal so klein ist. Ne? Immerhin hat er eine Länge von 4,45 Meter und eine satte Breite von 1,84 Meter. Das ist immer noch mehr, als ich lang bin. Muss man drüber nachdenken. Wirkt er nicht klobig oder kloppig oder behäbig oder sowas, sondern ganz im Gegenteil. Er wirkt fast grazil. Ne? Und das liegt natürlich zum einen daran, dass der Wagen schön flach ist. Nur 1,51 Meter, was? Nur 1,51 Meter Höhe. Ne? Was erzählt er denn für einen Scheiß? Das kommt daran, weil es hier so kalt geworden ist. Man sieht ja auch, es schneit schon. Ne? Und er hat einen langen Radstand, 2,68 Meter. Und dieser Radstand zieht auch das Fahrzeug optisch in die Länge. Und jeder weiß, langer Radstand bedeutet eigentlich viel Platz im Innenraum. Und den wollen wir uns jetzt angucken. Wir haben hier ordentlich Platz, ne? Habe ich ja gesagt. Langer Radstand heißt auch schön Platz hinten auf der Rückbank. Ne? Und wir sehen auch, guck mal, relativ viel Kniefreiheit. Ich habe den Sitz hier vorne auf meiner 1,80 eingestellt und man sagt, oder ich sag so rum, ich sag, man sitzt hier relativ bequem und auch gemütlich. Aber Achtung hier, ne? Was ist da denn los? Ganz, ganz wenig Platz nur in der Kopffreiheit.
Und dann auch mal gleich irgendwie, wenn ihr immer denkt, so, was sitzt ihr denn so komisch da, wenn ihr im Onboard immer moderiert? Weil natürlich ich so viel besser gucken kann. Also so fein natürlich nicht. Aber das am Rande. Der Materialmix ist wunderschön, wie ich finde. Wir haben echt wertige Materialien. Hier Leder haben wir überall. Wir haben Ziernähte haben wir hier und hier und hier. Gerade die Kupferelemente, die hier im Lenkrad aufgenommen sind, auch hier ein bisschen Carbonoptik. Dann hier diese Kupferelemente finde ich super. Und warum finde ich sie super? Weil ganz viele Hersteller natürlich hier mit so Chromzierleisten arbeiten. Und da kriege ich immer so ein bisschen Augenkrebs von. Am Ende sieht es irgendwie immer billig aus. Und dann geht es weiter hier zum Beispiel mit diesem Ambient Light, was hier einmal sich durchs Auto vorne zieht. Und man hat das Gefühl, dass die Breite des Fahrzeugs außenoptisch auch hier innen ankommt und dafür sorgt eben genau dieses Band und eben auch hier dieses Band, was sich von hier aus, da komme ich nicht ganz rüber mit meinen dicken Patschefingern, sich hier einmal komplett durchzieht. Und das sorgt dafür, dass du so eine Luftigkeit in dem Auto hast, die dem Auto eben auch so ein bisschen Eleganz verleiht. Was haben wir hier für Ablagefächer? Ich fange mal hier in der Mittelkonsole an, weil ich habe schon mal was vorbereitet. Hier steht meine kleine Spezialkamera drin. Ich liebe sie so sehr. Und dann sieht man nämlich, hier guck mal, hast du eine schöne große Ablage in der Mittelkonsole und hier auch noch 12 Volt Anschluss. Ne? Das übrigens hier sehe ich gerade, das wirkt ein bisschen billig. Ne? Guck mal hier. Hartplastik, da hätte man sich ein bisschen schöner machen können eigentlich, ne? Aber gut, das siehst du ja auch nicht so oft. Dann haben wir hier, guck mal, hast du schönen Cupholder, einen kleinen, einen großen. Dann hast du hier in der Mittelkonsole, wo auch der kleine Nippel hier ist, komme ich später zu, hast du hier auch nochmal kurz was zum Reinlegen. Hier, perfekt für den Schlüssel gemacht, ne? Extra wegdesignt. Hier ist sogar ein kleines, ne, kleines Logo für den Schlüssel. Und dann hast du hier auch noch eine Ablagefläche. Und die Ablagefläche, die ist ein Herd, ein Induktionsherd. Da kannst du dein Handy schön mit aufladen. Und Apple CarPlay und sowas dann natürlich auch mit aktivieren. Und dann hast du auch noch USB-C zweimal hier. Dann gibt es hier vorne, gibt es auch nochmal Ablage in der Seite. Ne? Kannst du auch schon was reinbrettern. Und dann hast du hier natürlich ein schönes Handschuhfach. Und das ist erstaunlich groß, finde ich sogar. Ne? Ja, das zu den Ablagefächern. Jetzt wollen wir aber hier auf diesen riesen Trümmer kommen. Was haben die Leute sich denn dabei gedacht? Unglaublich, was für ein Riesenschiff das ist. 12 Zoll Touch-Display, ein riesen Panoramafenster. Unglaublich. Ich finde das ein Tick zu groß. Ich finde ja den Innenraum wirklich richtig, richtig gut gemacht und ich mag den total gerne leiden. Ich fühle mich ja echt wohl in dem Auto, aber ich finde es eigentlich zu groß für dieses Auto. Das kann natürlich alles das, was man aus dem Seat-Konzern oder Cupra-Konzern, sage ich mal, oder VW-Konzern kennt. Du kannst Apple CarPlay, du kannst Android, du kannst natürlich eben hier deine ganzen Sachen einstellen. Du kannst auch hier ins Fahrzeug gehen. Und kannst hier deine Drive-Profile einstellen über dieses Touch-Display und. Also das funktioniert ganz gut. Ich bin ja kein Freund von nur noch Touch. Ich hätte mir auch gerne gewünscht, dass noch ein paar Knöppelis übrig geblieben wären. Gerade wenn ich fahre und dann halt die Lautstärke so machen will. Ich brauche irgendwie Knöpfe. Das ist eine ganz individuelle Sache. Ich will Knöpfe haben und das finde ich nicht ganz so gut. Vor allen Dingen, wenn man fährt. Da kannst du dann genau wissen, wenn du dann was einstellen willst. Du brauchst eigentlich deine Hand hier zum Ablegen und dann kannst du erst richtig drücken. Das finde ich halt irgendwie nicht ganz so gut gemacht, beziehungsweise ich kann nicht sagen, es ist nicht gut gemacht. Natürlich ist es gut gemacht, indem man keine Knöpfe hat. Aber ich will Knöpfe haben und deswegen ist es für mich nicht ganz so gut gemacht. Auch einen digitalen Screen, und zwar Serie, Freunde, bekommst du hinter diesem Lenkrad. Deine komplette Armaturentafel hier ist digital. Ich mache das hier wieder mit meiner kleinen Kamera und zeige euch das schön. So, guck mal, schön gleiche Aufnahme. Und dann siehst du, aha, es ist komplett digital und wie gesagt in Serie. Ich wechsle mal schnell die Hand und dann zeige ich euch, man hat hier natürlich dann auch, wie man es kennt aus dem Konzern, die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Ich finde ja eigentlich hier so ein Klassiker. Ich finde das, nee, falsch. Das ist der Klassiker. Und das hier finde ich am schönsten. So fahre ich die ganze Zeit. Gefällt mir sehr, sehr gut. Obwohl ich eigentlich kein Freund bin von so digitalen Geschichten, sondern ich mag das Mechanische. Hier gefällt mir es gut. Und jetzt hebe ich die Kamera mal nach vorne. Und was sehen wir da? Aha, das schöne Multifunktions-Sportlenkrad. Und da wollen wir jetzt auch mal drauf eingehen. Dafür lege ich meine kleine Kamera wieder weg. Ne, hin und her mit dem kleinen Ding. Und dann gehen wir mal darauf ein. Wirklich ein schönes Lenkrad, wie ich finde. Das packt sich richtig gut an. Ne? Schön dickes Ding und ist auch von der Haptik her sehr, sehr schön. Und du hast dann hier auch wieder dickes Leder und du hast vor allen Dingen hier auch wieder diese kupferfarbenen Ziernähte. Das finde ich richtig schick. Das zieht sich dann hier mit den Kupfergeschichten einmal bis hier rein. Dann haben wir hier das dicke Cupra-Logo und auch die kleinen Knöppelis, auf die ich gleich eingehe. Achtung, ich habe da hingespuckt. Sieht man das?
Wisch ich mal schnell weg. Hier, wir sind beide übrigens, der Kameramann und ich, Corona-negativ getestet. Und wir machen das Auto auch wieder ganz brav sauber. Da habe ich da einfach knallert hingespuckt. Ne? Egal. Und wieder zurück konzentrieren. Also das Cooper-Logo hier in Kupferfarben gefällt mir richtig gut. Und hier, das ist nicht ganz so meins. Dieser Klarlack hätte ich mir schön in matt auch gewünscht. Und hier so ein bisschen Carbon-Optik, alles super. Und dann hast du hier deine ganzen Multifunktionsknöpfe. Kannst du das mit bedienen. Tempomaten und ganzen Assistenten kannst du auch bedienen. Und jetzt habe ich ja versprochen, gehen wir auf diese zwei kleinen Knöpfe ein. Das hier ist der Start-Stopp-Knopf, also Start-Engine. Normalerweise hast du den hier irgendwo verbastelt. Jetzt hier im Lenkrad, das ist richtig gut. Das gibt dir so ein bisschen dieses Racing-Feeling. Und dieser Knopf hier, der macht besonders viel Spaß. Hier ist das Cooper-Logo nochmal drauf. Und damit kannst du, wenn man das hier sieht, natürlich sieht man es, wäre nicht doof, sieht man, wir können hier durchwechseln. Ne? Das heißt, ich muss, während ich fahre, meine Hand gar nicht vom Lenkrad nehmen, sondern kann hier richtig schön durcheiern, die ganzen Geschichten. Und jetzt haben wir noch einen weiteren Clou. Wenn ich hier jetzt 2 Sekunden drauf drücke, wechselt er automatisch in den Cupra-Modus. Den Modus, den du in dem Auto eigentlich durchgehend anhaben willst. Und boing, schon sitzen wir drin hier im sportlichen Spanier. Ne? Und das macht richtig Laune, das kann ich euch versprechen. Und was ich euch vorhin versprochen habe, da wollen wir jetzt zu kommen, das sind die verfügbaren Motoren für den Formentor. Wir fangen mal mit dem größten an. Ne? Das ist der 2 Liter TFSI mit 310 PS, ein Vierzylinder ist das. Dann kommt ein 1,5 TSI mit 150, nur ein bisschen was kleineres. Und dann gibt es sogar einen Plug-in-Hybriden mit Systemleistung von 245 PS, das ist der 1,4 Liter TFSI. Und der hat sogar 50 Kilometer rein elektrische Reichweite. Und Diesel, den legen sie dann auch noch nach. Und wo du selbst nachlegen kannst, du kannst dir je nach individuellem Modell auch ein Allrad, also das 4Drive-Allrad-System von Seat hier reinpacken lassen. Und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Denn zum einen hast du mehr Traktion und zum anderen macht es auch einen Tick mehr Spaß, wenn du hier den Fuß auf dem Gaspedal schwer werden lässt. Wir haben natürlich in unserem Formentor das genommen, was richtig Laune macht, und zwar die 310 PS. Wir haben den 2 Liter TFSI hier drin und der hat eben die erwähnten PS-Pferdchen, aber auch ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter. Von 0 auf 100 geht es in 4,9 Sekunden und Vmax ist 250. Abgeregelt natürlich. Ich sag aber mal, für deutsche Autobahnen reicht das, wenn du schnell unterwegs sein willst. Dann haben wir den Allrad natürlich auch hier drin und guck mal hier, den kleinen Nippel. Shift-by-Wire, ein sauberes 7-Gang DSG. So, dem Ganzen wird dann noch ein kleines Sahnehäubchen aufgesetzt, nennt sich hier adaptives Fahrwerk DCC. Bedeutet, wir haben natürlich hier, wie man das von Seat auch kennt, unterschiedliche Fahrmodi. Hier im Speziellen bedeutet das, wir haben Komfort, wir haben Sport, wir haben Individual, kannst du so ein bisschen einstellen, wie du es eben individual haben möchtest. Und dann haben wir Offroad, musst du erstmal drüber nachdenken. Das brauchst du vielleicht für Schotterpisten, aber wer fährt denn bitte mit einem Formentor in ein richtiges Offroad-Gelände? Ne? Und dann haben wir als letzten Fahrmodi, den haben wir bis zum Schluss aufgespart, den Cupra-Modus. Und das haben wir vorhin schon gelernt. Wir haben hier ein kleines Knöpfchen im Lenkrad. Und wenn ich da drauf drücke und 2 Sekunden gedrückt halte, wechselt er automatisch in den Cupra-Modus. Und man hört es wahrscheinlich ein bisschen, der Sound wird ein bisschen zorniger. Und man merkt richtig, wie das Auto scharf gestellt wurde. Alles ist viel knackiger. Und wenn man reintritt, marschiert das Ding richtig schön nach vorne. Das Ansprechverhalten vom Motor, das finde ich richtig gut. Der ist sofort da, wenn du ihn brauchst. Und dazu passt dann auch wirklich diese Lenkung, die wirklich schön spitz ist. Und der Wagen lässt sich super dirigieren, vor allen Dingen hier in dem Cupra-Modus. Das DSG, das schaltet so, wie man das aus dem Konzern kennt. Das funktioniert vernünftig und passt auch ganz gut zu dem Auto, denn das ist nicht zu langsam. Also wirklich, die Gänge sind da, wenn du sie brauchst. Und dann hat man hier auch nochmal Schaltwippen. Jetzt im Cupra-Modus ist das hier verbaute Fahrwerk wirklich bretthart. Genauso willst du es haben, denn wenn du hier über die Landstraße schießt und dann mal durch enge Kurven gehst, dann merkst du, wie stabil das Auto ist. Und die Lastwechsel nimmt das Auto auch wirklich richtig schön und gut an. Liegt auch daran, dass vorne MacPherson Federbeine verbaut sind und hinten haben die Ingenieure mal eben eine Multilenkerachse reingebracht. Und das sorgt dann eben für dieses ausgewogene Fahrverhalten. Und dazu kommt dann eben auch noch eine blitzschnelle und präzise Anpassung automatisch der Dämpfer- und Federraten. Und in Verbindung mit dem 4Drive-Allradsystem klebst du hier förmlich auf dem Asphalt. Genauso brauchst du es in so einem Auto. Gerade hier im Cupra-Modus hast du, man hört's,
einen richtig schönen saftigen Sound in den Ohren. Das schmeckt eigentlich, aber er wird auch künstlich generiert und da bin ich eigentlich nicht so ein großer Fan von, wobei das hier in dem Auto schon ganz okay ist. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich bin den Wagen für letztes Jahr schon mal ein paar Stunden gefahren und da sagte ich noch, was ein geiler Sound. Jetzt habe ich ihn schon ein paar Tage länger unterm Hintern und da muss ich sagen, ja, ich würde mir noch ein bisschen mehr Krawall wünschen, gerade wenn vorne ein Cooper-Logo drauf ist. In den unteren Drehzahlbereichen, da hört er sich nicht gut an, wenn du schneller bist. Wie gesagt, ein bisschen zorniger, ein bisschen krawalliger, würde mir noch ein Tick besser gefallen. So, kommen wir mal zu den Sitzen, in die ich gerade reingedrückt werde. Die sind nämlich nicht nur gut aus, sondern die sind auch noch funktional. Die Sportsitze, die geben dir hier wirklich guten Seitenhalt, vor allen Dingen hier unten an den Wangen. Ne? Da wärst du gut gehalten. Oben in den Schultern hätte ich mir noch einen Tick mehr gewünscht, kann aber auch daran liegen, dass mein Bauchumfang um ein Vielfaches größer ist als mein Schulterumfang, wenn man den mal ausmessen würde. Deswegen nicht ganz so viel drauf geben. Worauf man aber doch was geben kann, ist nämlich eins, die sind nicht nur sportlich, die Dinger, sondern auch noch gemütlich. Und gemütlich ist auch schon mein Stichwort, denn auch wenn wir hier vorne ein Cooper-Logo auf der Brust stehen haben oder auch wenn hier über 300 Pferde unter der Motorhaube galoppieren, dann will man ja auch mal ein bisschen gemütlicher, gerade ein gemütlicher Zeitgenosse wie ich. Und der Cooper Formentor, der kann das, hier den richtigen Modus einmal auswählen und zwar natürlich Komfort und schon gleitet das Bürschlein hier richtig butterweich über den Asphalt. Und das ist auch notwendig, denn du willst ja dieses Fahrzeug auch im Alltag benutzen und wenn man dann mal hinten zwei Kisten Bier oder ich sag mal Mineralwasser stehen hat, dann willst du natürlich nicht im Volldrift durch den Kreisverkehr und dir nachher die Glasscherben hinten aus dem Poggi rauspulen oder Kofferraum. Ne? Und deswegen bin ich sehr, sehr begeistert, dass der Formentor den Spagat zwischen Sport und Komfort sauber hinbekommt. Was diese gemütliche Spazierfahrt über Land noch unterstützt, ist, Achtung, was hören wir? Gar nichts, genau. Eine wunderbare Geräuschdämmung hast du hier in dem Formentor. Wenn wir in der zornigen Gang unterwegs sind, dann haben wir immer noch diesen Motorsound, der in das Auto dringt und dann an das Ohr. Da hast du richtig Bock drauf, aber in dieser gemütlichen Gangart, da hast du Bock auf gar kein Geräusch. Und das kriegst du hier. Klar, ein paar Abrollgeräusche hast du schon noch. Über 100 hast du auch noch ein bisschen Windgeräusche. Aber ich finde grundsätzlich, wenn man sich entspannt hier mal ein bisschen bewegen will, dann bekommst du wirklich eine kleine Wohlfühloase. Geräuschdämmung im Formentor passt. Was bei so einer, ich sag mal, Wellnessfahrt dazu, was wir hier gerade machen, auch hilft und nicht nur natürlich beim ruhigen Fahren, sondern egal bei welcher Fahrart, sind die ganzen Assistenzsysteme, die hier in dem Auto eingebracht worden sind. Da findet man natürlich all das, was man aus dem VW-Regal kennt, von Lane Assist über Cruise Control, finde ich ein super Paket. Was auch super ist und mir sehr gut gefällt, ist jetzt kein Assistent-Ding, aber es ist hier ein kleines Ambient-Licht eingebracht, was mich so ein bisschen umschließt. Und darin ist dann wiederum ein Assistenzsystem versteckt und zwar ein Totwinkelwarner. Heißt also, wenn mir jemand hier von der Seite an die Wäsche will, was auf der Landstraße jetzt nicht unbedingt passieren sollte, dann leuchtet dieses Ambientlicht hier an der Seite so handbreit einmal richtig hell auf und dann weiß ich, aha, da will mir jemand an die Wäsche und dann gucke ich in den kleinen Rückspiegel, Seitenspiegel und kann darauf reagieren. Sehr, sehr gut gemacht, finde ich eine tolle Sache. Bevor wir zum Fazit kommen, noch einmal schnell, was hätte ich mir anders gewünscht und was finde ich besonders gut? Für mich so ein Dislike, hatte ich vorhin schon gesagt, dieses riesige Panoramafenster, getarnt namentlich als Multimedia-Infotainment-System. Einmal ob der Größe und einmal auch ob der Bedienbarkeit. Es ist mir dann doch ein bisschen zu fingerig, immer mit der Hand hier festzuhalten, um dann eigentlich dahin zu kommen, wo ich will, gerade bei der Fahrt. Wenn du eine neue Marke kritisierst und dann das allererste eigenständige Auto auf den Markt schiebst, dann würde ich mir wünschen, dass das Auto so markant ist, dass du ihn sofort sagst, ach guck mal, da fährt ein Cupra. Und das kannst du, wenn du hier abklebst, könnte man im Zweifel das verwechseln. Und überraschenderweise auch der Sound. Achtung! Hier mit Drehzahlbegrenzer und von außen hört er sich nicht ganz so gut aus. Drinnen ist natürlich noch Soundgenerator mit dabei. Hier draußen hätte man anders machen können. Eins meiner absoluten Favorites ist dieses kleine Knöpflein hier. Ne? Damit kann ich schön in Cooper-Modus wechseln. Am Lenkrad, so will ich das haben. Und Fuckfinger wollte ich nicht zeigen, Entschuldigung. Und für mich auch richtig schnuckelig, die mag ich richtig gern leiden, sind die schönen Sportsitze. Nicht nur, weil sie funktional sind, guten Seitenhalt geben, sondern weil sie auch optisch richtig gut sind und sich toll anfühlen. Du hast das perforierte Leder hier, du hast das Leder grundsätzlich, was halt wirklich schmeichelt dem ganzen Körper. Du hast die Ziernähte, du hast hier schön diese Einlage, ne? Wobei ich kein Fan von Klarlack bin in Autos, sieht das hier gut aus. Und hier oben, ich zeige es lieber hier oben,
das schöne Cooper-Logo hier mal eben reingenietet in das Ding. Ne? Sehr, sehr gut. Auch ein Highlight vor allen Dingen optisch ist für mich diese tolle 3D-Grafik im Innenraum. Ne? Guck mal, da kannst du hier überall schön reinfingern mit der Hand. Ne? Kommen wir mal zu meiner finalen Einschätzung zu diesem Auto. Ich finde, Cupra ist mit dem ersten eigenständigen Auto ein echt guter Wurf gelungen. Ich finde, das ist ein richtig gutes Gesamtpaket, gefällt mir sehr, sehr gut. Was musst du aber für dieses Paket auf den Tisch legen? Das willst du natürlich auch noch wissen. So wie er hier steht, kostet er 43.953,28 € oder muss sagen, Cent heißt ja richtigerweise. Kannst mal gucken, wie alt ich schon geworden bin. Das bedeutet dann aber auch schon drin den großen Benziner 2.0 TSI mit 310 PS und auch schon die 7-Gang DSG-Automatik, alles hast du dabei und auch schon inkludiert das Petrol Blue Matt. Dann kostet er so viel. Er kostet in der Gesamtbasis natürlich noch ein bisschen weniger. Dafür einfach mal bei Carbo reingehen, sich das Auto wegkonfigurieren und mal gucken, was du da nicht nur sparen kannst, sondern was eben auch die Basis ist. Einfach mal auf der Seite verweilen. Wir haben hier natürlich aber nicht nur die Basis stehen, sondern eben auch noch Extras drin. Wir haben ein Panoramadach, wir haben die Beats Soundanlage drin und wir haben auch die Brembo-Bremsen. Allein schon die Brembo-Bremsen, die kosten über 2.000 € extra. Und somit kommst du halt so, wie er hier steht, genauso wie wir ihn haben, auf 53.366 €. So, und das ist jetzt unser Bericht gewesen. Ob das eine Kaufempfehlung ist oder nicht, da sage ich wieder, müsst ihr selber gucken. Wenn ihr bei Carbo drauf seid, euch das wegkonfiguriert, müsst ihr selber wissen, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten, habe ich Bock auf das Auto oder nicht. Ihr habt von mir schon genug Informationen gehört. Die letzte Information, die für euch sind Informationen für mich. Wie gesagt, geht auf unseren Kanal, abonniert das Ding weg, kommentiert das schön rein und die Informationen nehme ich mir, um dann die Beiträge in Zukunft noch mehr für euch gerecht zu machen.